Sie sehen gut aus, Frau Fröhlich. Danke, Bürgermeisterin Gutherz. Aber seien Sie schön vorsichtig mit dieser Fackel. Wir brauchen sie, um die Flamme hier zu entzünden, wenn wir die Spiele eröffnen. Ich möchte doch nicht ausrutschen oder stolpern oder... Oh! Frau Fröhlich, ist alles in Ordnung? Mir geht's gut, meine Liebe, aber wo ist die Fackel hingeflogen? Oh! Oh nein! Alle müssen raus aus dem Park! Frau Bürgermeisterin, ist alles bereit für die Eröffnung der Wettspiele? Nun, das war's. Aber jetzt kommt Rauch aus dem Rasen. Kein Rasen zu rauchig, keine Pfote zu klein. Danke, dass ihr so schnell hergekommen seid, Paw Patrol. Was denkst du, Marshall? Naja, es brennt nicht über der Erde, also muss es ein Wurzelbrand sein. Es muss angefangen haben, als die Fackel in eins der Erdhörnchenlöcher gefallen ist. Chase, überprüf das mit dem Wärmescanner. Es ist ein Wurzelbrand. Sky, halte du aus der Luft Ausschau, ob noch irgendwo anders Rauch austritt. Flügel! Marshall, Ryder, ich sehe noch mehr Rauch. Sky hat recht, da sind noch mehr unterirdische Brände. Die Flammen sind auf andere Baumwurzeln übergegangen. Und er vertreibt die Erdhörnchen aus ihren Tunneln. Ihre Tunnel verlaufen kreuz und quer unter der Erde. So können wir Wasser zum Feuer transportieren. Wir müssen nur sicher gehen, dass alle Erdhörnchen ihre Tunnel verlassen haben. Kommt und schnappt euch die Leckerbissen, Freunde. Wartet, Erdhörnchen-Alarm. Hey, kleiner Kerl, bist du da geblieben, um uns beim Feuerlöschen zu helfen? Marshall, beeil dich! Halt dich fest! Der Rauch ist endlich weg, Marshall. Von hier oben ist auch kein Feuer mehr zu sehen. Ihr habt es geschafft. Weiter so, Feldfreunde. Ja! Ja! Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.